Hallo zusammen, mein Name ist Matthias Notegge. Ich bin Trainer, Leistungsdiagnostiker, zweimaliger Ötztaler Sieger und wie ihr wisst, sind wir ja nach Dubai umgezogen. Heute kommt das lang erwartete Video über unsere, also Carmen und meine Wohnung in Dubai. Und ich begrüße euch hier recht herzlich am Hafen, der zu unserer Wohnung gehört. Und nein, ich habe kein Boot, weil die Carmen gesagt hat, dass ich kein Boot kaufen darf. Bringt nichts. Aber wie ihr seht, im Hintergrund sieht man schön Downtown Dubai. Das ist ein Meereswasserfluss, der vom Meer als sogenannter Creek Harbor hier durchgeht und wieder raus ins Meer. Und wir haben diese Örtlichkeit ausgesucht, weil das hier brandneu ist. Das heißt, wie ihr auch schon im Video hinten das Klopfen gehört habt, manche Gebäude hier sind noch nicht fertig, aber es hat den Vorteil, dass wir hier die maximal neueste Infrastruktur haben. Das heißt, von den Aufzügen im Gebäude, das sind Hochgeschwindigkeitsaufzüge und noch vieles mehr. Ich werde euch das in diesem Video Schritt für Schritt erklären. Ich lasse euch jetzt hier mal kurz den Ausblick etwas genießen und dann werden wir was ganz Neues machen. Denn wir schnippen uns hoch zum Pool von unserer Wohnung oder von unserem Gebäude. Denn jedes Gebäude hier hat einen Pool, ein Gym und noch viele andere lustige Sachen. Und ich werde euch durch das Video führen und euch alles ein bisschen zeigen, ein bisschen erklären und natürlich auch im Laufe des Videos sagen, was der ganze Spaß denn hier kostet. Weil es wird viele interessieren und viele haben auch schon nachgefragt. Also genießt kurz die Aussicht. Und ich schnipp mich schon mal hoch. Hopp! Das mit dem Schnippen hat noch nicht so gut funktioniert. Jetzt habe ich mir nochmal einen Hafen zurückgeschnippt, weil ich wollte euch noch zeigen, dass nämlich hier ganz, ganz viele Kinderspielplätze aufgereiht sind. Mit kleinen Kletterrutschdingern, was auch immer. Weil es war auch eine Frage, die gekommen ist, wie denn, was denn für Menschen hier so leben. Und hauptsächlich leben hier zum Beispiel junge Familien. Überhaupt in Dubai scheint es optisch, dass eigentlich nur junge Familien hier leben. Junge Familien und Pärchen. Ja? Und es wird wirklich sehr viel für die Kinder gemacht. Die können hier spielen, toben, mit Scootern rumfahren, mit Fahrrädern. Ja, dürfen Kind sein. Das finde ich super. Und jetzt schnippe ich mich wirklich hoch am Pool. Also drücke die Daumen, dass es klappt. Die Carmen kann nicht schnippen, darum wird die euch in einem schnelleren Durchlauf hochspazieren. Ich schnipp mal. Ja, seid ihr auch endlich da? Ah, hat aber lange gebraucht, die Kamera zu mir hinterher folgen, wenn ich mal schnipp. So, wir sind jetzt da beim Pool. Ja, das ist der Pool fürs ganze Haus. Wie ihr seht, ist eigentlich niemand da, weil die ja unter der Woche arbeiten müssen. Darum haben wir unter der Woche der ganze Pool für mich oder für die Kamera, weil wir untertags runtergehen. Kann man schön, da ist immer Nachmittagssonne. Kann man am Vormittag brav arbeiten und am Nachmittag ein Schläfchen am Pool machen oder eine Runde schwimmen oder Sonne genießen. Das ist einfach schön. Man sieht da hinten im Eck, da sitzt normalerweise der Bademeister. Der wird wahrscheinlich gerade eine kleine Pinkelpause haben und sich denkt, da ist eh niemand da. Der überwacht immer Kinder, wenn sie hier spielen. Der Pool ist auch nicht allzu tief. Das heißt, der ist im Winter fein pipi warm und im Sommer noch viel wärmer. Und ja. Ich finde es sehr schön hier, es ist sehr ruhig, man hört auch nichts von der Umgebung. Wir haben da hinten, hört sie vielleicht so plätschern, da haben wir jetzt einen neuen Brunnen mit Lichtspiel bekommen, der ist auch noch nicht eröffnet. Darum kann ich euch noch nicht zeigen, weil noch hässliche Schilder davor stehen. So, jetzt haben wir genug gechillt, weil man chillt, muss man ein bisschen Workout machen. Jetzt gehen wir mal rüber ins Fitnessstudio, oder?
Und die Liegen, die sind hier für jeden. Man muss eigentlich nur sein Handtuch mitbringen. Und ja, dann hat man Tischchen, Liegen, alles. Muss sich eintragen und austragen, dass der auch weiß, dass du da nicht als Wasserleiche rundum treibst. Und ja, ich finde es super hier. Und natürlich ist der Pool eingezäunt, dass natürlich keine Kinder, die unbeaufsichtigt hierher kommen, ertrinken können. Ja? Safety first. So, dann kommt rein. Jetzt sind wir hier im Allgemeinbereich vom Pool. Eingang Richtung Gym. Da zeige ich euch jetzt schnell das Gym. Normalerweise kommt man nur rein, wenn man die Karte hinhält, aber da scheint ein Gerät etwas defekt zu sein. So, jetzt kommt für mich da mal so eine Boxerei. Sind sicher auch ein paar Leute hier am Trainieren. Die wollen wir nicht allzu lange stören. Und schauen wir mal, wir haben jede Menge Laufbänder hier. Dann haben wir normale Fitnessgeräte für Rücken, Brust, Schulter. Verfahrene Elliptotrainer und natürlich haben wir alles für die Beine mit Beinpresse und allem möglichen. Man kann Kniebeugen machen, mit Ruhegeräte da. Da hinten ist noch ein Yoga-Raum für die Mädels. Da kann man Yoga und Gruppenturnen, was auch immer die Damen so machen. Und ja, ich finde es eigentlich ganz cool, weil kostet nichts, ist dabei. Und jetzt würde ich sagen, jetzt schnippen wir uns mal hoch in die Wohnung, weil das ist ja sicher etwas, was euch dann interessiert. Also, probieren wir es nochmal. Hoffentlich kommen wir nicht irgendwo beim McDonald's raus. 1, 2, 3! So, kommt herein. Da sind wir in der guten Stube. Das ist jetzt unsere Wohnung. Wie ihr vielleicht gesehen habt, die Carmen darf ja nicht schnippen, sie muss ja mit dem Lift fahren, dass wir im 27. Stock sind. Und was sehr schön hier ist, im Gegensatz zu Gran Canaria, hört da mal genau hin. Man hört nämlich genau gar nichts. Und das ist extrem schön. Warum hört man hier so wenig? Nicht, weil wir keine Nachbarn haben, wir haben sogar eine Familie rechts, die aus Bombay kommt, die zwei kleine Kinder hat. Aus dem Grund, weil die Wände hier sehr, sehr dick sind, weil Dubai in einem quasi Erdbebengebiet ist und hier alles erdbebensicher gebaut werden muss. Darum hörst du von deinen Nachbarn genau gar nichts. Ja? Wir sind glücklich, dass wir hier wohnen dürfen. Es ist wirklich unsere Traumwohnung, vor allem von der Aussicht, vom Preis, von allem eigentlich. Ich finde es perfekt. Ich habe mich im ersten Moment in die Wohnung verliebt und wir haben die dann genommen. Es war prinzipiell auch die erste, die wir angeschaut haben. Eigentlich, weil wir haben davor andere besichtigt in anderen Zonen. Also es war die erste von dieser Zone. Wir haben dann noch weitere hier angeguckt, haben aber dann gleich einmal abgebrochen und gesagt, zack, das ist es, die nehmen wir, her damit, Autogramm, Zahlen, meins. So, wie ihr seht, man kommt hier rein, ist gleich im Küche, Wohnzimmer, Alltagsbüro. Wir haben natürlich das Büro, wo wir uns am meisten aufhalten, direkt an die Scheibe gelegt, weil, kommt mal mit, wie hier nämlich, und jetzt gehen wir raus, jetzt wird es wieder viel lauter wahrscheinlich, einen wirklich sehr schönen Ausblick haben mit einer super schönen Terrasse. Und wie ihr seht, da unten waren wir vorher gerade und hier ist nochmals der Pool von oben, wenn sich der Kameramann traut. Und da seht ihr auch den kleinen Brunnen von uns, jetzt von oben, da ist er mit Sicherheit schöner. Und ja,
machen wir mal einen schönen Schwenk ins Surrounding. Da seht ihr, dass wir schön von Wasser umgeben sind und ja, einen tollen Downtown View haben, was jetzt vielleicht im Video nicht so gut rüberkommt, weil die Sonne gerade reinblendet. Aber es ist eigentlich wirklich schön hier. Ich mache euch auch noch heute am Abend dann eine Nachtaufnahme. Und wie vorher schon gesagt, das ist hier ein Neubaugebiet, das ist schon noch nicht alles fertig. Das heißt, aktuell sind wir noch am Festland, aber das ändert sich in den nächsten 2-3 Monaten, denn da hinten wurde schon ein Kanal gegraben und das wird eine Insel. Das heißt, wir sind noch at Creek Island und das ist auch nicht schlecht, dass man vom Festland auf die Insel umziehen kann. Geht wahrscheinlich nur hier. Wie ihr seht, haben wir hier so einen kleinen Tisch heraus, das ist unsere kleine Terrasse, ist jetzt noch nicht fertig, nichts Großartiges. Den haben wir aus Gran Canaria mitgebracht, da trinken wir ab und zu unseren Kaffee, genießen ein bisschen die Aussicht, reden, was für ein neues, lustiges Video ich für euch mache. Ja, das zeige ich euch mal drinnen. Ja, ich hoffe, es interessiert euch. Kommt rein. Wichtig natürlich, mein Weihnachtsbaum, der steht noch, der kann auch leuchten. Dann haben wir hier die Kaffee-Ecke, weil Kaffee ist zentrales Thema, sonst hebe ich keinen Tag durch. Und wir sehen hier die Arbeitsplätze von Carmen und mir. Also Carmen hat einen Bildschirm, ich bin Chef, ich habe zwei. Ganz gut. Ja, da beantworte ich eure E-Mails, schreibe eure Trainingspläne, überlege mir neuen Blödsinn für YouTube. Genau, dann kommt ihr mal mit. Also lustig oder interessant vielleicht, in Dubai haben alle Haushalte einen Gasherd. Ja, habe ich auch noch nicht gehabt vorher, ist aber sehr fein. Aber wenn es dir mal zu kalt ist in der Wohnung, weil wir haben ja immer die Klimaanlage aus, weil wir ja eher verfroren sind, kann man hier ein bisschen heizen. Ja? Das ist nicht super gut für die Umwelt, aber ja, wenn man kalt ist, ist man kalt. So. Dann haben wir hier, geht es nach hinten, da haben wir jetzt ein Bad mit Dusche, ist meins. Und wir haben zwei. Ja, hier in den Arabischen Emiraten ist es sehr an Amerika angelehnt. Das heißt, die Wohnungen werden prinzipiell unterteilt in, hat es ein Schlafzimmer oder zwei, hat es ein oder zwei oder drei oder 720 Bäder. Und die Quadratmeterzahl ist dann eher zweitrangig. Es geht eigentlich nur um Schlafzimmer und Bäder. Ja, wir haben zwei. Ein Two-Bedroom, also zwei Schlafzimmer mit zwei Bädern. Das ist das, was wir brauchen, weil sonst hast du keinen Platz. Und dann haben wir hier eben das zweite Schlafzimmer. Da sehen wir, ich habe noch keine Lampe aufgehängt. Aber mein Fahrrad wohnt hier schon und auch schon vorab mitgebracht. Das ganze Leistungsdiagnostikbüro von Gran Canaria. Weil das ist ja mein Ziel für irgendwann in diesem Jahr, dass ich hier nochmal eine zweite Firma gründe für auch ein medizinisches Leistungszentrum hier in Dubai. Aber pst, noch keine sagen. So, dann haben wir hier dann den sogenannten Master Bedroom oder Schlafzimmer von Carmen und mir mit dem Fernseher und halt den wirklich sensationellsten Ausblick ever, den man aus einem Schlafzimmer haben kann, finde ich. Untertags ist das okay, ja, da ist der Ausblick ganz nice, abends ist sensationell. Und ich werde euch, wie schon gewohnt, am Ende vom Video ein paar schöne Nachtviews noch ranhängen. Ja, und genau, dann gehen wir noch ein bisschen zurück und schauen, denn die Carmen hat ja auch, wie Mädels das brauchen, ihr eigenes Bad und das ist ein bisschen größer für die Carmen. Die kann da hier ihr Zeug machen und wir haben das nur getrennt, weil ich lieber die Dusche habe und sie lieber die Badewanne. Ja, muss man halt zwei putzen, ist ja nicht dramatisch. So, jetzt kann ich euch natürlich auch noch, jetzt habt ihr mal alles gesehen, in die Schränke müsst ihr nicht gucken, weil das schaut so aus wie Hölle. Ich habe ja nur so aufgeräumt. Nein, Spaß. Was kostet denn der ganze Spaß? Ja, wichtig ist, in Dubai schwanken die Mietpreise sehr stark. Ja, du kannst ja Glück haben
und es ist keinerlei Veranstaltungen in der Umgebung, dann fallen die Mietpreise. Du kannst Pech haben. Und es ist die Expo 2020, die 21 stattfindet. Und die Mietpreise in der Zone, die Gott sei Dank weit weg von uns ist, sind exorbitant hoch. Es gibt ältere Stadtteile, wie die Dubai Marina zum Beispiel. Eigentlich jeder, der hierher kommt, wohnt einmal in der Dubai Marina. Wir sind anders, wir wohnen nicht dort. Die Dubai Marina ist der älteste Teil von Dubai. Von den Teilen, die mit Wolkenkratzern gebaut sind, ist das eher der älteste Teil. Ja? Das heißt, die Gebäude, die können schon mal 20, 30 Jahre alt sein, da sind die Lifte nicht so schnell, da ist aber auch so eher so eine Partyzone, wo es wirklich laut ist am Abend und da haben wir keinen Bock drauf. Und Downtown Dubai ist auch nichts für mich, weil ich gerne am Wasser wohnen möchte oder für uns beide. Da kann man mal hinfahren, kann da hier rumspazieren, kann Kaffee trinken, aber ich will halt einfach gerne aufs Wasser gucken. Und darum haben wir uns für Creek Harbor entschieden, weil es nagelneu ist, direkt am Wasser, schöne Aussicht auf Downtown Dubai mit dem Burj Khalifa und genau, und darum hier. Die Preise waren hier auch, sagen wir jetzt mal so, am verträglichsten. Das heißt, wenn man jetzt als Beispiel, wir haben im September mal geguckt in der Dubai Marina, da hat eine vergleichbare Wohnung 90.000 Dirham gekostet und die hat dann jetzt einfach im November dann 130.000 Dirham gekostet. Also so stark schwanken die Preise. Wir haben Glück gehabt, wir haben hier 90.000 Dirham, einen Vertrag über 90.000 Dirham bekommen. Das sind ungefähr schätzungsweise so 22.500 Euro im Jahr. Und es ist wirklich anders zu Mitteleuropa oder überhaupt Europa. Das heißt, hier wird je nachdem, welchen Vermieter das du hast, kannst du darüber reden, die Miete in zum Beispiel 4 Schecks, ja, man zahlt das hier immer noch mit einem Scheck, mit 4 Schecks, mit 2 Schecks, mit einem Scheck, also es gibt alles. Aber was es eigentlich nicht gibt, ist, dass man seine Miete monatlich bezahlt. Ja, die wollen alle das Geld im Voraus. Wir haben hier die Option des einen Schecks gewählt, weil das für mich das Einfachste ist, dann ist es erledigt. Dann habe ich das nächste Jahr im Anfang Dezember Ruhe. Und dann kommen nur noch die monatlichen Kosten. Die monatlichen Kosten für Wasser habt ihr letztes Mal vielleicht auf Instagram schon gesehen. Da haben wir so für Wasser 7,80 Euro, 8 Euro zahlt im Monat, ja. Und für Strom 9,10 Euro. Obwohl wir Kaffeemaschine, Trockner, alles haben und wirklich auch alles benutzen und alles rennt und jetzt gerade in dieser Umzugsphase, wo wir in diese Wohnung eingezogen sind, die Waschmaschine und der Trockner wirklich jeden Tag gerannt sind. Also es hat uns selber sehr stark verwundert, aber ja, ist günstig. Was man nicht vergessen darf, ist, dass in den Emiraten wenn du einen Mietvertrag hast, eine monatliches Housing-Fee zahlen musst. Das ist wie eine Steuer. Ich weiß selber noch nicht ganz genau, wo das denn hinläuft, wer das denn kriegt, ob das der Staat kriegt oder wie auch immer. In Summe sind das 5% der Jahresmiete geteilt auf 12 Monate. Also du zahlst es jeden Monat. Das kommt mit deiner Strom- und Wasserrechnung. Also nehme ich an, dass es an den Staat geht. Und das sind eben die 5%, das sind hier, lass mich überlegen, irgendwas so 380 Dirham, also glaube 80 Euro. Ja? Das ist einfach so, das muss man zahlen, kann man sich nicht wehren. Ja, das muss man halt auch, wenn man sich eine Wohnung aussucht, mit einkalkulieren, weil das sind laufende Kosten, die auf einen zukommen. Das sind einfach immer 5% von der Jahresmiete. Das heißt, wenn die Jahresmiete nur 20.000 Dirham sind, sind es halt auch nur 5% von 20.000. So kann man die Kosten sich dann selber einteilen. Was es hier bei den Gebäuden natürlich auch gibt, ist nicht nur
der Gym und den Pool und die 5 Stockwerke Parkhaus, wo man sein Auto dann parken kann, sondern es gibt Security. Das heißt, du kommst hier nirgends rein ohne so eine kleine weiße Karte. Und ja, das ist ganz wichtig, denn es ist hier nicht einmal notwendig, dass die Eingangstür absperrst, weil hier kommt niemand rein außer die Bewohner vom Haus. Wir haben hier eigene Elektriker, eigene Installateure, eigene Maler. Das heißt, wenn ich hier jetzt gern die Lampe noch montiert hätte, die noch nicht montiert ist, dann schreibe ich einfach dem Oma ein WhatsApp und sage, ey Oma, komm bitte rüber, montier die Lampe, und dann macht er das. Und wenn wir die Wand schmutzig gemacht haben oder was auch immer, dann schreibe ich auch dem Oma und sage, Oma, bitte schick mir jemand, der das schnell macht. Und das ist jetzt aktuell, weil das Gebäude noch nagelneu ist, noch inklusive. Und nachher ist das gegen einen kleinen Obolus. Mai, gibst ihm halt, keine Ahnung, 5 Euro und ist der total happy und macht alles. Ja, so haben wir auch Löcher in der Wand, die ich gemacht habe, weil ich ein Handtuch halt entfernt habe, wieder schön zugemacht und auch gemalt. Da muss ich genau gar nichts tun. So, was braucht man noch? Was ist noch zu beachten? Wichtig ist halt einfach, dass hier läuft ein Mietvertrag zum Beispiel immer nur ein Jahr. Ja? Das ist im ersten Moment etwas, wo ein Mitteleuropäer sagt, oh, das ist aber komisch, da muss ich mir gar nicht einrichten, wenn nach einem Jahr wieder raus muss. Das heißt nicht, dass du raus musst. Du kannst nach einem Jahr deinen Mietvertrag mit einer einmonatigen frisch kündigen und einfach in eine neue Wohnung umziehen. Oder du kannst den Mietvertrag verlängern. Das sagst du ebenfalls in dieser 30-Tages-Frist, und der Eigentümer wird den mit Sicherheit verlängern, weil relativ viel frei ist. Er hat das Recht, gesetzlich die Miete um die Inflationsrate anzupassen auf das folgende Jahr. Das ist sein gutes Recht, das heißt aber nicht, dass er von diesem Recht Gebrauch macht. Weil er muss dir, du sagst ihm, ich möchte bleiben, er sagt dir, okay, wir lassen die Miete oder ihr erhöht den Part. Und du kannst sagen, okay, ich will das oder nicht. Du kannst ja ausziehen und dir eine neue Wohnung suchen. Und es gibt nur 5 Gründe, wie er dich rausschmeißen kann aus der Wohnung. Das heißt, der Mieterschutz hier ist relativ hoch. Der Grund wäre Vandalismus, Miete nicht zahlen, Strom, Wasser nicht zahlen und so Zeug. Ja, also wirklich, das sind wirklich gute Gründe, wo ich dann auch gerne einen Mieter raus hätte, wenn der nicht bezahlt. Ja, ansonsten merkst du von deinem Miteigentümer oder wir in unserem Fall gar nichts. Das ist nämlich eine nette ältere Dame, die in Bahrain wohnt. Und wenn ihr mal was braucht, schreibt mir WhatsApp. Aber eigentlich ist alles pipi fein und wir organisieren uns wie immer selber. So, und jetzt habe ich schon wieder viel zu lang geredet, tut mir leid. Jetzt schnippen wir noch schnell in den 37. Stock. Und das ist der höchste Stock von dem Gebäude. Und der, und das ist ein geiles Gimmick, steht nämlich hier der Allgemeinheit zur Verfügung. Weil wir uns in einem EMA-Gebäude befinden. Die EMA ist die größte Baufirma hier in den Emiraten. Die haben auch den Burj Khalifa gebaut. Und in diesen Gebäuden, das ist ganz, ganz wichtig für jeden, der nach Dubai zieht, sucht euch immer ein EMA-Gebäude, weil hier ist immer die Klimaanlage gratis. Ob man die jetzt braucht oder nicht, sollte man sie brauchen im Sommer und das ganze Jahr hier sein, kann es ein Kostenfaktor sein, der dich tötet. Ja, der kann richtig ins Geld gehen. Darum immer darauf achten, Chiller Free, Klimaanlage gratis. Genug gesammelt, ich juck wieder, ihr fahrt mit dem Lift. Bis gleich. So, diesmal, jetzt klappt es schon besser mit dem Schnippen. Ha? So, wir sind jetzt im 37. Stock. Ich glaube, ihr habt es gesehen im Lift, weil ich kam und musste den Lift fahren. Da seht ihr einen schönen Allgemeinbereich. Da hat es jetzt eine Kleine gewütet, weil wir hatten einen kleinen Sturm, der über uns hinweggezogen ist. Und da hier oben haben wir zum Beispiel Silvester verbracht mit unseren, mit allen anderen Bewohnern oder einigen davon. Weil da hat man nämlich den besten Blick auf Downtown Dubai. Und da konnte man die ganzen zahlreichen Feuerwerke sehen, sei es vom Burj Khalifa,
oder von der Dubai Marina oder von wo auch immer. Es war wirklich sehr schön. Und da ja dieses Gebäude genau gleich wie der Burj Khalifa von der gleichen Firma ist, wurde hier sogar die Musik eingespielt, die drüben läuft. Und somit hatten wir das Klangfeuerwerk zu Hause. Das war sehr angenehm. War coole Stimmung, hat Spaß gemacht. Nächstes Jahr machen wir noch ein bisschen mehr Party. Also, dieses Jahr waren wir ja ein bisschen krank. So, jetzt hoffe ich, dass ihr euch nicht zu gelabert habt mit allem und es doch noch ein bisschen spannend war. Wichtig, ich verlinke euch auch unten für all oder für die paar, die mich ja schon persönlich angeschrieben haben, die auch hierher ziehen wollen, den Link zu Victoria. Das ist die Immobilienmaklerin von der Zaune und von House & House. Das gehört dem James, das ist ja ein Radfahrkumpel von mir. Das sind Immobilienmakler, die nehmen wenigstens das Telefon ab, wenn man anruft, und helfen einem relativ schnell. Das ist nämlich nur so ein Ding hier in den Emiraten, dass wenn du einen Immobilienmakler anschreibst, sei das per E-Mail, WhatsApp oder den Anruf, haben die wirklich das Interesse, um dir was zeigen. Ja, das ist so, an das muss man sich gewöhnen. Darum habe ich Gott sei Dank über einen Radkumpel den Kontakt zum James bekommen, der hat sich gleich gekümmert. Ja, den stelle ich euch natürlich zur Verfügung. James hat gesagt, ja, warte mal, James. Ja, James sagt, okay. Klickt so unten drauf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich lasse euch jetzt. Ich mache noch ein paar Nachtaufnahmen hinten dran. Genießt es. Ich hoffe, bis zum nächsten Video. Vergeht nicht so eine lange Zeit wie dieses Mal. Ciao. Und nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal, Facebook und Instagram, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. So, und wie versprochen, der Nachtview von unserem Balkon über den Hafen und Downtown Dubai. Ja, das ist schon schön. Merkt jetzt so, wie die Ruhe eingekehrt ist. Und wie das einfach schön hier alles leuchtet, und finde ich toll. Ganz entfernt da hinten kann man sogar die Dubai Marina noch sehen.